gähnende Leere in der Flughafenhalle des City Airports Bremen. Auch am Montag stand der Flugverkehr hier still. Wegen der Vulkanaschewolke hat die deutsche Flugsicherung den Luftraum über Norddeutschland bis 2 Uhr am Dienstagmorgen gesperrt. Aber ganz so leer, wie es zunächst scheint, war es am Montag nicht am Flughafen. Doch warum kommen die Leute zum Airport, wenn praktisch nichts los ist? Um mal die herrliche Ruhe zu genießen. Ich arbeite hier. Und wo arbeiten Sie? Ich arbeite bei einem Architekturbüro, Bruns und Heinz. Und jetzt genießen Sie hier? Genau, ich mache meine Mittagspause. Du, und heute ist es besonders ruhig und die Luft ist angenehm sauber, weil da kein Kerosin in der Atmosphäre ist und weil wir uns regelmäßig hier verabreden oder antreffen. Tja, wir wollen uns mal erkundigen, wie das läuft. Wir würden eigentlich morgen, übermorgen um 6 fliegen nach Mallorca. Und dann wollen wir uns erkundigen, wie das weitergeht, wenn wir nicht fliegen können. Sind Sie guter Hoffnung, dass es klappt? Ja. Ja, eigentlich ja. Wie viel Kundschaft hatten Sie heute schon? Laufkundschaft nur eine. Telefonkundschaft natürlich, das Telefon klingelt ununterbrochen seit heute Morgen 9 Uhr. Was wollen denn die ganzen Anrufer? Ja, hauptsächlich natürlich geht es um die Information, wann die Flüge wieder starten, was für Neuigkeiten es da gibt, welche Umbuchungsmöglichkeiten, ob es neue Flüge angesetzt sind. Also das sind generell die Fragen, wie man jetzt kostenlos storniert, das Geld wieder zurückbekommt. Wie erleben Sie das denn heute so den Tag? Also normalerweise bisschen ist ruhig, ist manchmal auch sehr angenehm, aber ist natürlich sehr traurig und katastrophal, weil viele Buchungen, die natürlich jetzt bisher getätigt worden sind, gegebenenfalls auch wieder storniert werden müssen. Und da es kostenlos storniert wird, ist das natürlich auch ein Schaden für die Reisebüros, die natürlich auch dementsprechend keine Provision mehr bekommen. Praktisch war dann die ganze Arbeit umsonst. Ich kann jetzt sagen, dass es heute relativ ruhig war, obwohl natürlich die umliegenden Leute von den Airbus in den Mittagspausen da waren, aber sonst so. Also im Vergleich zum normalen Montag? Ja, natürlich. Ja, ist viel ruhiger. Und haben Sie sich auch bei der Warenbestellung darauf eingerichtet? Ja klar, wir haben ja geguckt, was an Flügen ausfällt, haben gesehen, dass alles ausfällt und haben dementsprechend reduziert und können dann natürlich, wenn wir jetzt merken, es ist unerwartet viel kommen sollte, dass wir dann auch natürlich mit einer Selbstverständlichkeit nachmachen können oder auf den Notschutzgrund uns eingehen können. Und wie erleben Sie heute den Tag? Haben Sie sowas schon mal erlebt? Nee, sowas noch nicht. Aber es war sehr erholsam, im Gegensatz zu dem Dauerstress, den man sonst so hat. Wann der Flugbetrieb in Bremen wieder aufgenommen wird, ist noch unklar. Aber eines ist sicher. Alle, die am Flughafen arbeiten und vor allem die Passagiere, hoffen, dass der Stillstand bald ein Ende hat.